der letzten Episode. Über was? Ah, du kannst da gar nicht mehr rein. Ja, Y. Wenn ihr Y drückt, dann könnt ihr dann die Tür auswählen, wo ihr einsteigen wollt. Ihr müsst halt aufs Auto gucken. Das ist das einzig Wichtige. Heißt natürlich auch, dass wir weniger raus... Ach so, wir können das nicht einbringen, weil... Nee, wir kommen hier nicht durch. Und das können wir nicht abbauen, weil uns dann eine Säge fehlt. Okay, blöd. Wie bitte war's? Dann machen wir's halt so. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Project Zomboid in der Episode 45. Es ist 5 zu 50, okay? Noch nicht wirklich spät, meine Fresse, wie sehen aus? Nicht schlecht, aber wir haben unbrauchbares Holz hier, echt? Laken, Schüssel, okay, die Schüssel könnte man zumindest mal mit Wasser mal füllen. Dass man da auf jeden Fall genügend vorsorgen. Genau. Zap. Okay, dann lass uns das Holz mal hier rauswerfen. Ja, wir sind weiterhin mit Willard Pullen unterwegs. Das Küchenmesser lassen wir auch mal hier. Genau. Es wird inzwischen schon spät. Ich denke, wir machen heute an dem Tag wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel. Wir schauen gerade mal, hier sind die Dosen drin. Naja, Küchenmesser, alles klar. Genau, dass wir das gleich ein bisschen sortieren. Weil je weniger wir da rum ist, Backform, naja gut. Gib dir die mal. Die schmeiß ich einfach mal hier hin. Fallen lassen. Okay, hier liegt Munition und Waffen. 9 mm. Das war unsere erste Waffe tatsächlich. Genau. Wir werden auf jeden Fall heute uns hier drinnen weiter aufhalten. Wir lesen, okay. Nahrungssuche. So wirklich viele Bücher haben wir noch nicht gefunden. Landwirtschaft hilft uns auch noch nicht so wirklich viel. Wir warten jetzt mal diese 18 Uhr Nachrichten ab. Müdigkeit ist gar nicht mal so schlimm, krass. Das wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Naja, aber was, wir brauchen wieder was zu essen bald. Okay. Was lernen wir? Ja, was auch immer wir lernen. Okay. Halt irgendwas, ist mir langweilig. Ja, das Lustige ist, wenn du halt agoraphobisch bist, also draußen Panik bekommst, dann ist es super einfach, die Langeweile loszuwerden. Du musst einfach nur mal kurz vor die Tür treten. Besonders easy. Ja, und man kann tatsächlich auch sauber machen. Du brauchst irgendwie einen Wischmopp, Eimer, glaube ich, Putzmittel und Wasser oder so. Keine Ahnung. Nee, hier ist ja gar nichts drin. Warte mal, was haben wir denn im Kühlschrank? Da haben wir ja auch einiges vorgesorgt. Können wir irgendwas zubereiten? Ich hätte gerne unterkochen. Ja gut, wir können Dosen öffnen. Okay, das hilft uns. Wir müssen halt auch Rezepte kennenlernen. Haben wir bisher noch nicht. Okay. Ja, komm, wir nehmen mal heute Huhn. Heute gibt es mal Hühnchen. So. Genau, einschalten. Dann kannst du hier noch ein bisschen weiter lernen. Bis das halt kocht. Das muss ich mal auftauen. So. Gekocht, alles klar. Nehmen wir das erstmal. Und dann aus den Herd. Dann guten Appetit. Trinken müssen wir auch gleich. Stärke und Heilung sind reduziert. Ja, du musst es eigentlich schon, also zwischen den obersten beiden musst du es halt halten. Jetzt sind wir extrem satt. Ja, und was auch immer das bedeutet. Genau, hier haben wir schon mal ein bisschen Uhren und so auseinandergenommen. Wir sind immer noch nicht sehr müde. Was haben wir denn hier noch? Digitaluhren, Walkie-Talkie, da können wir eigentlich noch was tun. Ja, Wecker stellen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen die zerlegen. Das geht relativ schnell. Handfunkgerät zerlegen. Alles klar. Ja, du gewinnst halt nicht nur Elektronikschrott, was halt schon mal super ist. Du gewinnst halt auch hier, siehst du ja was, als Aluminiumbatterie, Empfänger, Sender, Verstärker. Kannst dann andere Sachen draus basteln. Okay, das fliegt hier alles mal in das Zimmer. Du kannst es noch nicht abbauen, oder doch? Wir haben eine Säge, alles klar. Und da ist ein Brett geworden, sehr schön. Ja, wir haben dadurch, dass wir halt wir haben Fähigkeiten-Skill hier Tischlerei.
wir sind Handwerker und haben da auch einen 75% Boost auf EPs. Und Instandhaltung haben wir. Das ist alles, was halt, wenn du mit Waffen und so weiter, Nahkampfwaffen unterwegs bist, kriegst du halt einen Erfahrungsboost. Wir haben kurze Stumpfwaffen, also was wie Hammer zum Beispiel. Ist halt ganz praktisch. Der Hammer ist allerdings, glaube ich, nicht so gut, den er gerade in der Hand hat. Doch, der ist sehr gut. Okay, dann bringst du den mal Gürtel rechts an. Machen wir das mal so. Die Säge kommt wieder in die Tasche und dann gehen wir ins Bett. Der Hammer ist sogar super. Dann sollte man den vielleicht vorrangig erstmal verwenden. Was liegt hier noch? Ach, da liegt noch mehr. Ein Revolver. Okay, jetzt geht's erstmal ins Bett. Gute Nacht. Die Langeweile ist auch weggegangen beim Schlaf, echt? Ein bisschen zumindest. Aber wir haben wieder Nebel. Gut, dann darfst du dir mal weiter abbauen. Halt. Manchmal findet er den Weg nicht. Und wieder Brett und Nägel. Hervorragend. Wir lassen es erstmal liegen. Kannst du die Pflanze auch abbauen? Ne, das ist die Tür. Wie ist denn das hier? Schreibtisch. Blaue Lampe. Okay. Ja. Also du hast... musst natürlich erstmal ausmachen, das ist klar. Damit du keinen Stromschlag kriegst. Ach so, wir haben eins vergessen. Sport zu machen am Abend. Das wollte ich eigentlich immer machen, vorm Schlafen gehen, aber so ist es halt. Enthält Gegenstände, ach so. Gut, dann schmeißt die halt raus. So, dann kannst du sie jetzt abbauen. Okay. Ja, das kannst du nur abbauen mit Lötkolben-Schweißermaske. Okay, trinkt Mitte. Ja, wir bräuchten ein Gefäß. Also wenn der Nebel weg ist, machen wir das mal als nächstes. Event. Da ist... Warte mal, haben wir... Wir haben Desinfektionsmittel. Okay, warte mal, dann nimm mal den Erste-Hilfe-Kasten. Wir stellen den mal unten hin. Ja, komm. Hier. War hier nicht jetzt gerade auch hier ein Waffenkoffer? Ist da was drin? Tatsächlich. Gut, dann nimmst du den auch mit. Oh, jetzt wird es aber schwer. Halt, da war der andere Waffenkoffer. So, da haben wir ja schon ein paar Waffenkoffer stehen. Warte mal. In dem Waffenkoffer ist auch Munition drin, echt? Okay. Dann haben wir hier noch zwei 9mm Pistolen. Die kannst du in den Waffenkoffer tun. Nee, kannst du nicht. Okay. Der ist voll. Kann das sein? Ja, genau. Platzieren. Erstmal den großen. Und dann noch einen kleinen. Da ist noch mehr Munition. Die schmeißen wir einfach so auf den Boden. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen rein. Nur eine, echt? Dann kommt halt die in die Kiste, die große Kiste. Okay. Halfter liegt hier auch, alles klar. Wir haben eine Glühlampe gewonnen aus der Lampe. Eine weiße Glühlampe, die blau ist. So, warte mal. Medizin. Vielleicht kann man die hier sammeln. Kannst du das da reinwerfen? Ja, okay. Nicht so funktioniert. Versuchen mal ein bisschen Ordnung zu halten, weil das ist ja dann doch ganz hilfreich. Wir haben nicht noch eine Tasche zufälligerweise? Ne, leider nicht. Für den ganzen Großstief. Halt, den ganzen Großstief. Ja, wir haben halt Nebel da. Muss man sich halt anderweitig beschäftigen. Ach so, ja, warte mal. Wir könnten eigentlich das ganze Zeug mal in den Müllsack schmeißen. Ja, perfekt. Da ist es ein bisschen sauberer. Müllsack. Wo haben wir noch mehr irgendwo so Müllsäcke? Na, hier nicht. Okay, dann lass uns da auch mal ein bisschen ausschalten. Also wir brauchen was zu trinken und Müllsack. Ja, nur.
White Lazy Chair. Gut. Gut. Was sagt der Skill inzwischen? Ja, wir kommen höher. 200 von 300. Für die nächste Stufe. Dann haben wir den ganzen... Ja, wir müssen uns halt jetzt Zeit rumtreiben. Da hilft halt nichts. Dann machst du jetzt erstmal den Tisch. Ach, dann machst du den Stuhl, genau. Nichts gewonnen. Grüner Restaurantstuhl. Alles klar. Da hätte man mal... apropos, wir sind ja noch gar nicht fertig. Halt. Abbauen. Runder Tisch. Wenn, dann bauen wir die alle ab. Und ich nur ein paar. Du hast schon wieder Durst. Okay. Lass uns erstmal was trinken. Der Junge ist ein bisschen nass. Es ist halt warm. Okay, unbrauchbares Holz. Okay, die Nägel. Halt die Nägel bitte. Den Rest kannst du eigentlich... halt. Mensch. Weiß auch nicht, warum das immer umswitcht. Und warum das manchmal einfach auch gar nicht funktioniert. Dann haben wir hier noch ein Hoodie. Und da drüben liegt auch noch irgendwas. Wie bitte was? Das ist alles Kleidung. So. Ja, dann machen wir halt ein bisschen Ordnung in unserem Haus. So, hier haben wir ja Kleidung. Kopfkissen, naja. Das ist erstmal egal. Dann machen wir das so. Da, wo das Kopfkissen ist, kommt erstmal das Laken rein. Ja, die Schränke könnte man auch noch auseinandernehmen, die Lampen. Halt. Nehmen wir das Brett mit. Jetzt habe ich die Nägel hier. Warte, die sammeln wir in der Tasche auf dem Rücken. Fakir-mäßig. Inzwischen hat es tatsächlich auch aufgeklärt. Okay, Brett fallen lassen. Dann gib mal das unbrauchbare Holz. Das ist nicht wirklich unbrauchbar. Du kannst nur nichts damit bauen. Du kannst halt verbrennen. Dafür ist es gut. Brett. Das wird schwer, schweres Zeug hier. Halt, Schrauben hast du sogar gewonnen. Nicht schlecht. Gut. Noch ein Brett. Da ist unten ist aber auch noch ein Brett. Und dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Hier hast du nur Brett gewonnen. Okay, keine Nägel. So, sehr schön. Weil wir wollen das Haus ja irgendwann auch verbarrikadieren und da brauchen wir natürlich auch entsprechend Material dafür. So. Alles fallen lassen. Trinken bitte. Was haben wir hier? Haben wir eigentlich Futter dabei? Ein bisschen was zumindest. Na gut. Also wir brauchen was. Wir brauchen was, ein Gefäß für Wasser und vielleicht noch ein paar Behältnisse halt. Also andere Behältnisse, wir haben noch kein Auto, okay. Da liegt zum Beispiel was. Warte mal, wir waren in den Häusern. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ups. Genau. Wir gehen mal in das Eckhaus. Ja, die Musik stoppt dann sofort, natürlich. Und warte, wir haben hier die Säge und den Schraubenzieher. Nee, warte mal. Schraubenzieher? Wo ist die Säge? Haben wir die in der Hand? Tatsächlich. Brauchen wir auch erstmal nicht. Achso, die halt E wollte ich drücken. Sag nicht, dass du es wieder nicht aufkriegst. Sieht fast so aus. Okay, schade.
Okay, hindurch. Komm. Was haben wir denn hier? Schraubenzieher, noch ein Hammer. Bretter, Klebeband, Schutzhelm. Okay. Schmeiß das mal alles raus. Davor. Dann sehen wir das vielleicht eher. Haben wir eine Schutzbrille auf? Nur mal interessenshalber. Macht das eigentlich Unterschied? Kopf, Hals. Gerade mal gucken. Wenn du die Schutzbrille ansiehst, ändert sich irgendwas. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Keine Ahnung. Ja. So weit raus will ich nicht. Ah, hier ist noch ein Müllsack, genau. Die Kakerlage lassen wir frei und den Müllsack nehmen wir mit. Da unten ist jemand, okay. Hier war es jetzt. Ich will nicht über den Zaun. Ich will, dass du über den Zaun kommst. Jetzt. Ist immer wieder geil. So funktioniert das am besten. Man muss aber aufpassen, die langen manchmal auch nach einem. Wir waren hier schon, oder? Kann das sein? Das kommt mir so vor. Na gut, zumindest kannst du mal die Orange essen. Das Zeug könnte man nochmal rüber schaffen. Da ist nichts drin, okay? Warte mal, dann nimm das mal. Dann sind wir hier nur ganz kurz. Was haben wir hier sonst noch? Hallo? Teetasse, okay. Ja, dann füllen wir die auch noch mit Wasser. Was ist hier oben im Regal? Mal ein bisschen was zu kochen. Ansonsten haben wir hier halt Holz. Das ist auch nicht so schlecht. Da ist nichts drin im Briefkasten, alles klar. Habe ich die eigentlich gecheckt? Wahrscheinlich ja. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, alles klar. Okay, schnell an die Tiefkühler und das Zeug reinschmeißen. Solange es noch Strom gibt, wird uns das auf jeden Fall helfen. Halt, das ist, hier steht immer auch gefroren dabei, daran erkennt man das. Gut. Okay. Marinara, Gemüsebrühe, das ist schon mal... Wobei, warte mal, wir machen das vielleicht mal separat. Wir machen das mal in einem eigenen Schrank. Wir haben hier drüben noch einen, der leer ist. Das ist nicht wichtig, wenn man kocht. Glaube ich zumindest. Befülle Teetasse. Okay. So, dann trinkst du auch gleich nochmal. Sag mal unser Gewicht. Oje, oje. Wir nehmen ab. Ja gut, unser Kalorienvorrat ist halt permanent leer. Mit dem Charakter, mit dem ich halt auf super leicht spiele, dafür jetzt natürlich auch noch viel mehr essen, weil ich mir das auch so eingestellt habe. Da habe ich bis auf 84 zugenommen. Ich musste dann ein bisschen auf Diät setzen. Ja, und ich habe auch Rucksäcke gefunden. Also es gibt einen Wanderrucksack. Und dann gibt es noch einen großen Rucksack, der ist noch mal besser als der Wanderrucksack. Okay, hier scheint keiner zu sein. Nichts, okay? Halt, lass die mal offen. Was haben wir hier? Bleichmittel. Unglücklichkeit plus 99. Socken. Brauchen wir Socken? Wahrscheinlich nicht. Haben wir überhaupt welche an? Das ist ja noch die nächste Frage. Okay. Naja, hier ist jemand durch. Steigmeister. Wir können mal gucken, ob wir hier ein paar Bücher finden. Inzwischen fängt es an zu regnen. Ja, ein normales Buch. Naja, das hilft, glaube ich, gegen Unglücklichkeit oder so. Genau. Minus 40 Unglücklichkeit. Naja, Landwirtschaft Band 1, das ist ja das, was wir auch schon im Rucksack haben. Oder in der Tasche. Kochen Band 1. Nicht schlecht. Das hilft doch nicht beim Kochen selber, also bei Rezepten.
Da musst du halt wirklich die Rezepthefte finden. Aber wenn du halt was kochst, dann kriegst du ein bisschen mehr Erfahrung natürlich, ist ja klar. So. Okay. Pause. Was immer das auch ist. Und die andere Seite. Hallo? Wo muss ich hinklicken? Verstehe das nicht. Hose, Jeans, okay. Nee. Die Tür ist hier. Okay. Kopfhörer, wieder Elektronik. Sonst ist hier nichts. Warte mal, auf dem Boden? Also das oben drauf, das zählt nicht, genau. Auf jeden Fall gibt es hier noch einiges zum Auseinandernehmen. Naja, Seife zum Reinigen höchstens. Auch wenn wir das eher ein bisschen vernachlässigen. So, dann gucken wir gleich in die Tür auch noch. Aber hier ist auch niemand. Eine Rohrzange. Ja, ist nicht nur ein Nahkampf natürlich, das hat ja alles irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob diese. Also wenn das Müll heißt, ist das dann wirklich Müll? Also brauchst du das niemals oder kann das dann trotzdem noch Nutzen haben? Ein Nähset, sehr schön. Nehmen wir auch mit. So, anderer Schrank. Eine Trainingshose, naja. Nicht wirklich notwendig. Okay, dann sind wir hier auch fertig. Nächstes Haus. Beziehungsweise, wir gehen erst nochmal in den Garten. Hier ist aber nichts, okay. Da unten sitzt einer. Jetzt steht er auf. Ich wollte sie nicht stören bei ihrem Picknick im Nassen. Gut. Zwei. Drei, okay. Da muss man manchmal schnell sein. Na komm. Du bleibst unten, Junge. Okay. Stifte sind wir schon ausgestattet, oder? Ja, gut. Na, das hilft uns alles nichts. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, bei ihm habe ich sie gar nicht, ob ich da geguckt habe. Ein Handwerkerhemd. Naja, das klingt spannender, als es dann ist. Eine rote Küche, echt? Ja, komm, iss mal, Junge. Die Karotten gleich hinterher. Was haben wir in der Tiefkühle? Schinken, ah, super. Halt, den sollst du nicht nehmen. Nein, das Hackfleisch zurück. Also bitte, nein, du sollst es nicht essen. Toll. Du nimmst es mit Doppelklick rüber, aber essen, wenn du es dann Doppelklick im Inventar machst, isst es dann echt. Hundefutter solltest du übrigens nicht nehmen, weil Hundefutter hat, steht jetzt lustigerweise gar nicht hier, wir sehen jetzt halt die Nährwerte, aber nicht, dass es unglücklich macht. Warte mal, da steht auch irgendwas auf dem Stale, ungekocht, Stieltopf mit Reis. Ausgießen, ganz einfach. Einfach auf dem Boden, fertig. So, da haben wir wieder ein paar Gefäße für Wasser. Gitterpfanne. Macht nicht so wirklich viel Schaden. Muffinblech und Bräter. Ne, haben wir Bräter? Ich weiß gar nicht, ob wir Bräter haben. Wieso sehe ich das Radio nicht? Geräteeinstellung, okay. Ausschalt, die Batterie ist auch fast leer. So, was liegt denn hier schönes? Pfeffer? Noch ein Küchenmesser, ja, verrottetes Huhn, sehr schön. Backblech und die Paprika essen wir noch. So, was gibt's denn hier drüben? CD Carmina Burana. Ein Wortsuchemagazin, Stress und Langeweile-Reduktion. Ja, toll. Gut, bei Stress vielleicht schon. Okay.
Pinzette, Pinzette. Haben wir Pinzette? Nehmen wir tatsächlich noch nicht. Für Glas halt. Warum passt... Ach, die passt nicht mehr rein. Warte mal, dann machen wir das mal anders. Gib mir mal einen Stoffhetzen darüber. Ganz so viele brauchen wir übrigens nicht dabei. Das sollte ich mal aussortieren, wenn wir wieder daheim sind. Die, wie schwer ist die denn? 0,1 und ein Stoff wiegt was? 0,05, okay. So, jetzt müsste es aber passen. Genau. So, Vordertür. Keiner im Abstellraum. Oh, nice. Kabel. Wofür brauchen wir nicht Leinen? Die sage ich Müll. Noch eine Säge. Die Säge scheint sich nicht abzunutzen. Ich will gerade mal schauen. Wir haben ja diese andere Säge, oder? Ist auch so eine Säge, okay. Brauchen wir dann mehrere Sägen? Ich glaube ja nicht. Aber das Kabel nehmen wir mal mit. So. Warte mal, ich wollte mal gucken, ob hier was im Müll liegt. Ah, sieht nicht so aus. Ja, Autoschlüssel. Habe ich auch was gefunden. Die können wir nicht mal auf dem Gras legen. Und, ja, noch geiler, wenn man hochkommt. Ich hatte das tatsächlich schon mal in einem Haus gehabt. Da standen hier direkt Zombies. Die haben mich direkt angegriffen. Ich hatte zwar Glück, dass ich nicht gebissen wurde, aber das ist natürlich erstmal ein super Schreck. So, Wecker. Sind die beide aus? Sind beide aus. Alles klar. Die kann man, glaube ich, nicht auseinandernehmen. Nee. Genau. Okay. Was haben wir hier noch? Seife. Noch ein bisschen Pflaster. Ich schätze mal, das sollen Blumen sein. Das ist nur ein Blatt Papier. Noch ein Gewehr. Passt das da noch rein? Nö. Musste so nehmen. Dann haben wir hier so ein CD-Player. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen CD-Player haben. Regenschirm. Ein Waffenkoffer nochmal. Ja, dann nimm den halt auch noch mit. Dann müssen wir erstmal nach Hause. Es ist schon wieder 17 Uhr. Ah ja, Schüsse. Okay, in dem Haus müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Das ist das zweite. Ah ja, ich schleppe mal meine Waffe nach Hause. Da unten stand jemand, okay. Dann machen wir folgendes. Wo ist es? Wo ist es? Waffenkoffer fallen lassen. Da müssen wir erstmal aufräumen. Junge. Also manche, da, die wollen es aber wirklich wissen. Die kannst du auseinandernehmen. Sehr schön. Der Rest ist sehr uninteressant. Tanktop. Ja, wir sind immer noch zu schwer. So, sekundär bitte. Bräuchte man ein Auto. Jetzt noch nicht für die Nähe natürlich. Das ist klar. Und so wirklich viel Benzin haben wir auch noch nicht. Okay. Also bitte platzieren. So. Wir haben irgendwo ein Gewehr. Passt das da noch rein? Passt das da noch rein? Nein, passt auch nicht. 4 wiegt so ein Gewehr, echt? Hm, blöd. Gut, dann kann ich sie nur auf den Boden werfen. Das passt dann da nicht hin. Okay. Munition bleibt hier. Inzwischen ist das Gewicht da deutlich besser. Ja, die Waffen, die Schusswaffen sind extrem schwer. Oh, nice, was hier alles sich sammelt. Hat er gleich, hast du gleich von den Dingen getrunken, echt, die du da in der Hand hattest? Das ist ja super. hier liegt auch noch. Was wollte ich sagen? Warte mal, wir haben noch Kopfhörer, die kannst du, glaube ich, auch zerlegen, genau. Das Ding kannst du aber nicht zerlegen. Doch, den kannst du auch zerlegen, okay.
Da haben wir auf jeden Fall noch Behälter, wo man noch was reintun kann. Jetzt schmeiße ich aber erstmal den Müllsack. Der kann 20 Fassen und hat Gewichtsreduktion von 10. Ist ja der Hammer. Was so? Fernsehen. Gut. Her mit dem Buch. Okay. Dürfte auch nicht mehr so lange mitmachen, diese Fernsehprogramm. Das ist bald wahrscheinlich perdu. Okay, was haben wir hier alles? Interessantes. Kabel, Stofffetzen. Ich glaube mir nicht. Ja, das andere ist eher Werkzeug. Hier haben wir die Bücher gesammelt. Das ist leider kein Schrank. Das finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt. Genau, die CD lassen wir auch mal hier liegen. Reinigungsmittel. Das ist ein Besen, okay. Dann sammeln wir die mal hier drin. Näset. Vielleicht besser oben. Hier drüben haben wir die Kochutensilien. Das werden übrigens Riesenmuffins, wie man sieht. Da haben wir noch zwei Dosen. So, dann müssen wir mal gucken. Halt, wir hatten noch das Messerchen. Ja, hier drüben sammeln wir mal so ein bisschen alles, was Werkzeug ist. Das heißt, Fallschirm und... Fallschirm, genau. Regenschirm. Dann haben wir noch ein Pflaster. Nähzeug. Tja. Kleidung ist halt tendenziell eher oben. Dann packt man das einfach nebendran sozusagen erstmal, solange das halt geht, bis es halt voll ist. Und wir lernen jetzt erstmal das noch weiter. Wir können heute Abend nichts mehr machen, also muss der Junge ein bisschen Gas geben. Wir versuchen mal das, ja, das Buch kriegen wir auf jeden Fall fertig. So, eine Seite noch, dann hat er's. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Sport. Das haben wir das letzte Mal vergessen. Da sinkt natürlich die Regelmäßigkeit instant. So. Zappel Philipp. Okay, Reisetasche wieder auf dem Rücken, damit das alles nicht so schwer wird. Vorne tragen, genau. Dann trinkt man schnell was. Nein, du sollst... Ja, okay, lass mal. Trink mal. Dann essen, ab ins Bett. Yes, und kannst du Schinken. Ja, den schiebt er sich durch die Maske. Das ist also molekular sozusagen einfach durchtransportiert. Was ist das eigentlich? Temperatur. 37,94, okay. Sinkt die dann? Ist das dann... Ja, die passt jetzt. Es steigt schon wieder. Ist ein bisschen zu warm angezogen momentan. Also zumindest für drin. 37,3. Ja, okay, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel rausspringen. 6.30 Uhr. Meat Patty. Okay, dann fangen wir mal das Kochenbuch an. Okay. Immerhin. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Halt, jetzt habe ich aus Versehen das ausgemacht. Ah ja, das Buch muss raus, genau. Sonst sind wir, glaube ich... Ja. Ja, das Schöne ist, wir haben tatsächlich schon einen Autoschlüssel. Fallen lassen. Aber das ist halt das Auto, was hier vorne ist. Das ist halt kaputt. Nee, das ist es nicht. Das ist irgendein anderes kaputtes Auto. Ach ja, ich weiß, welches es war. Und zwar war da auf der Straße eins, wo der Reifen abmontiert wurde.
war auch, glaube ich, nicht wirklich in einem guten Zustand. Ja, jetzt könnte man übrigens die ganzen Gefäße auch rausstellen und Regenwasser sammeln. Tja. Mal gucken, der Baum ist da zwar, aber hey. Rollkragen, Pullover, Jacke. Gut, ich würde tatsächlich verbessern, was wir momentan haben. Müsste mal waschen. Den Rollkragenpullover nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, oben war noch ein Zimmer. Du hast ein bisschen Unglücklichkeit, echt? Ah ja. Schuhe. Banjo und E-Gitarre, okay. Das ist alles Waffen, naja gut. Kassetten. Aber wir nehmen die mal mit. So. Und da ist niemand drin. Wir kommen auch relativ einfach rein. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was das hier so bietet. Oh, Metallzeug, okay. Wenn du halt irgendwas aus Metall bauen willst. Hier gibt es noch mehr. Oh, geil, ein Beil. Ja gut, wir sind aber mit Hammer unterwegs, deswegen. Fäustel. Macht ja ein bisschen mehr Schaden. Schachtel mit Schrauben. Seil, das nehmen wir auch gleich mit. Den Rest schmeißen wir einfach so raus. So, lass uns mal schauen. Hammer, Schlosserhammer. Ist ident. Nee, Quatsch, Fäustel. Ah, ich würde sagen, die sind identisch. Das nimmt sich nicht wirklich was. Ein Kreuzschlüssel. Das haben wir, glaube ich, an dem einen Auto, wo wir den Schlüssel haben, tatsächlich auch. Angelzeug, echt? Also Material zum Angeln halt. Ja. Also das Fenster ist immer da unten, okay. Da ist ein Generator. Hm. Ja, okay, hier kommen wir nicht so gut durch. Noch mehr Metallsachen, okay. Dann nehmen wir die auch. Müssen wir relativ schnell wieder zurück. Und zwei Benzinkanister. Okay, das Kabel nehmen wir auch mit. Und dann, ja, den Generator musst du übrigens, kannst du auch nehmen. Der ist dann allerdings sehr, sehr schwer. Ja, da kannst du Strom erzeugen natürlich. Mit Benzin. Ja, natürlich. Oh, guck mal, der ist schwer. Hm. Ja, die versuchen zu flankieren, die Penner. Seid ihr wenigstens zusammen. Ja, seid ihr bald mal fertig? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Dickschädel oder was? Ja, ich kümmere mich später darum. Wir müssen dringend ablegen hier. Ich sage, wir brauchen ein Auto. Okay, was ist jetzt eigentlich so schwer? Hast du diese ganzen Metallsachen? Okay, lass uns die mal so schnell wie möglich hier reinlegen. Okay, das war schon viel besser. Gut. So, Kabel in Fischersachen. Hm.
Da habe ich jetzt gar kein Gefäß dafür. Okay, lass uns die mal erstmal hier drüben deponieren. Alles, was irgendwie mit Fischen zu tun hat. Das ist natürlich cool. Jetzt brauchen wir nur noch die Fähigkeit. Also es gibt ja hier die Fähigkeit Fischen. Nein, hier unten irgendwo, genau. Wir sind schon in Stufe 1 Fischen, echt? Woher hast du das? Kam das aus dem Fernsehen? Wahrscheinlich. Okay, genau. Die ganzen Metallsachen, die packen wir da alle mal rein. Die sind nämlich relativ schwer. So. Da haben wir zumindest mal was vorrätig. Das mache ich jetzt nicht immer. Aber dass man zumindest erstmal einen gewissen Vorrat hat. Weil ich will ja auch die ganzen Rezepte irgendwann mal haben. So, wir haben natürlich einen Haufen. Warte mal, Kassetten mal raus. Haufen Hämmer wieder mal. Okay, fallen lassen. Fallen lassen. Einen haben wir halt hier als Reserve dabei. Genau, die beiden Benzinkanister. Waschen. So, das ist, warte mal, das ist ja hier drin. Ja, wobei es eigentlich fast egal ist, aber... Okay. Gut, dann könnte man... Die hat dieselbe Bissverteidigung, aber höhere Kratzverteidigung als... Die Polizei... Die Polizei Deputy Jack, okay. Gut, dann fliegt die hier mit rein und der Pullover ebenso. Wir verlieren tragfähiges Gewicht, Mist. Okay. Ja, wir bräuchten mehr zu essen. Und zu trinken. Wenn man übrigens die ganze Zeit überladen rumläuft, wird man auch schneller müde, tatsächlich. Oh, das war lecker. Ist der voll hier? Ne, ist auch leer. Guck dir mal die Spur an. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Silberringe, Kleidung, naja. So, wir waren jetzt auch in dem Haus. Durch. Da unten stehen zwei Kollegen. Die können wir erstmal lassen. Warte mal, in dem Haus waren wir garantiert. Aber in dem wahrscheinlich noch nicht. Da rennt auch einer drin rum. Tja. Lass mal antäuschen. Hast du instant festgestellt, okay? Ja, okay. Zerbrochenes Glas entfernen, wie trinken. Warte mal. Mal erstmal Rückzugsmöglichkeit auf. Alles klar. Fischen Band 4. Naja, das ist aber was für die ganz ferne Zukunft. Noch mehr davon. Ein Besen, schmutzige Stoffhetzen haben wir alles schon. Also nicht die schmutzigen, aber die Stoffhetzen halt. So, Fernseher. Mach dich mal leiser. Ziehen. Okay. Bandage und Pflaster. Achso, das Schränkchen müssen wir noch mal gucken.
Streichhölzer nehmen wir mit. Ja, ich bin natürlich auf der Suche nach so Rezeptheften, in welcher Form auch immer, also für welche Art und Weise des... hier ist noch eine Waffe drin, nicht? Noch so ein Gewehr, da haben wir aber... Warte mal, dann nehmen wir wenigstens die Munition mit. Was haben wir denn hier? Medizinisch nehmen wir mal alles mit, das kann nicht schaden. Oh, das ist eine ganze Menge, alter Schwede. Noch ein Bad, echt? Eine Saugglocke. Die Nähzeuge nehmen wir mit und dann nehmen wir halt die Saugglocke mit. Okay. Das war bis auf diesen Hocker hier. Comichefte. Ohne Fernbedienung. Gott. Sind wir hier schon durch. Okay, das sollte man vielleicht in der nächsten Folge mal schauen, dass wir uns, ob wir irgendwie an das Auto kommen, was da auf der Straße stand. Da müssen wir halt wahrscheinlich erstmal das Rad dran bringen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob wir das instant hinkriegen. Ja, die Zombie-Horde draußen, ja, wird auch irgendwann bald verschwinden. So, das ist auf jeden Fall sauber. Dann haben wir hier ein bisschen Munition. Es ist schon wieder Zeit, weiterzulernen. Dann bitte lesen. Tischlerei. Echt? Hast du Tischlerei gelernt? Tatsächlich, krass. Wow. Ja, wir haben halt diesen Boost. Da geht es natürlich noch schneller, das ist klar. Nice. Da kommen wir auf jeden Fall ein Stück weiter. Da haben wir gar nichts in der Richtung, oder? Das ist alles irgendwie Medizin. Das wird nicht alles da reinpassen. Mal gucken. Vielleicht kriegst du das hier doch alles rein. Hast echt alles reinbekommen, dieses kleine Täschchen. Ah doch, Streichhölzer, Hammer. So, warte mal. Alle Angelruten raus, Angelschnur, Fischernetz. Das Fischerbuch kann man natürlich jetzt noch nicht lernen. Und die Comicbücher bleiben auch hier. Genau, die Saugglocke. Ich weiß nicht, ob man die auch für was anderes irgendwie verwenden kann. Wenn das Klo mal wieder verstopft ist. So, dann packen wir die auch mit rein. Genau, weil das wäre, glaube ich, mal ganz hilfreich, dass wir uns mal versuchen, ein Auto zu beschaffen. Das ist einfach ein bisschen, die Strecken nicht so zu lang werden. Noch ist es erträglich, aber das ist schon... Geht jetzt schon in die Richtung, wo ich sagen würde, wäre sinnvoller zu fahren. Und was ich halt auch noch, du kannst halt dann auch im Kofferraum halt noch einiges mittransportieren. Also du bist ja nicht ständig am Hin- und Herlaufen. Halt, ich war auf dem Kühlschrank, wieso rutschst du dann rüber? Schrimps und Speck. So. Ja, das fände ich, wie bitte was? Ach nee, dann nehmen wir erstmal das Gefrorene, oder? Ist auch egal. Einschalten. Und in der nächsten Folge essen wir das. Und dann versuchen wir unser Glück mal mit dem Auto. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.